Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr sehen könnt, im Hintergrund habe ich heute einen Special Guest, meine Tochter, die Leonie, dabei. Und wir machen heute Cake Pops. Den Teig dafür, den Rührteig, den wir für die Cake Pops brauchen, haben wir schon vorbereitet. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Sag Hallo, Leonie. Hallo. So. Einmal haben wir jetzt den Kochvorgang gestartet und die Leonie darf jetzt die ganzen Zutaten in den Mixtopf eingeben. Also, mit was fangen wir an? Einmal mit bitte lesen. 1 Gramm Butter. Aha. Butter. Mit 120 Gramm Butter. Das sagt dir immer, was du brauchst, der Thermomix. 100 Gramm Zucker. Mhm. Dann einmal eingeben, jawohl. Schön machst du das. Ich finde es immer ganz toll, auch Kinder, also sie ist jetzt 9, aber in dem Alter kann man auch schon selber backen, ein bisschen so einen Teig herstellen und kochen. Das finde ich ganz toll. Natürlich im Beisein. So. Jetzt holen wir noch die Eier, die wir vergessen haben. So, jetzt haben wir noch die Eier vergessen. Die habe ich jetzt noch schnell geholt. So, und das mache ich jetzt. So. Das macht die Mama schnell wegen Salmonellen. Das macht nicht meine Tochter. So, und jetzt darfst du auch weiter. Jawohl. Jetzt müssen wir den Deckel drauf machen. Bevor du was drückst, noch den Messbecher rein. So rum, nein, andersrum, ja, so, ja. Genau. Muss man halt alles lernen. Ja, das passt. So, und jetzt einfach auf weiter. Und jetzt möchte er eine Minute auf Stufe 4 verrühren. So, ihr Lieben, jetzt hat die Thermomix Eier, Zucker, Butter verrührt. So, Leonie klickt auf Weiter, bitte. Ja. Als nächstes 20 Gramm Milch. Mhm. Perfekt. Dann weiter. 130 Gramm Mehl. Mhm. Einfach reinschütten, jawohl, ja. Sehr gut. So, das darfst du mir geben. Auf weiter. Mhm. Ein Teelöffel Backpulver. So, wollen wir das Backpulver nehmen? Haben wir überhaupt nicht. Hatten wir, ja. Ah, perfekt. Aber wo ist der Teelöffel? So, den brauchen wir auch. So, das mache ich jetzt schön schnell drauf. So, warte. Bitte schön, einmal in den Mixtopf eingeben. Perfekt, auf weiter. Spatel einsetzen und bewegen, während sich das Messer dreht. Mhm, also das macht jetzt wir das Messer. Nein, das Messer ist unten drin, Leonie. Aha. So, das macht aber die Mama. Achtung, du bleibst dann bitte da. So, jetzt möchte er das 20 Sekunden auf Stufe 4 mit Hilfe von unserem Spatel gerührt haben. Es wäre vollbracht. Du darfst auch weiter. Okay, auch weiter. So. Teig in die vorbereitete Form füllen und Kuchen 35 bis 40 Minuten 180 Grad backen. Genau. Also ihr Lieben, die Leonie hat es schon erwähnt, wir müssen jetzt den Teig in eine eingefettete Kuchenform geben, Kastenform, oder man kann diese auch mit Backpapier auslegen. 35 bis 40 Minuten ist Backzeit
Ofen ist natürlich immer vorgeheizt bei 180 Grad. Ich habe Heißluft, Umluft. Ihr dürft natürlich auch Ober- und Unterhitze nehmen. Und wenn die Zeit fertig ist, holen wir euch wieder dazu. Bis dann, ihr Lieben. Bis dann. So, ihr Lieben, der Kuchenteig ist aus dem Ofen. Die Leonie hat ihn schon in Stücke geschnitten. So sehen die Stücke ungefähr aus. So. Und diese Stücke machen wir jetzt in den Mixtopf. Einmal bitte in den Mixtopf, Leonie. Alle. Kuchenstücke. Ja. Nicht einzeln, mach alle rein jetzt, Leonie. Zack, zack. Ich mach hier auf einmal. Ja, okay, das war blöd. Ja, das war definitiv blöd. So, macht nichts, wir saugen das nachher weg. Wir verbuchen das als dumm gelaufen. So. Ein Mensch ist perfekt. Aufpassen jetzt bitte, jawohl. Aber nicht die Schokolade, gell? Nur die Kuchenstücke. Ja. Wunderbar. Dann darfst du auf Weiter drücken. So. Messbecher in den Mixtopfdeckel einsetzen. So. Und jetzt möchte er das 2 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. Das machen wir jetzt. So, ihr Lieben, die Kuchenstücke wurden von unserer Thermomix verkleinert. Wir schauen uns das Ganze mal an. So. Ach, ich liebe die Thermomix. Durch das Schlagmesser wird nicht nur der Teig, sondern auch wirklich die zerkleinerten Sachen einfach nur geil. So sieht das Ergebnis aus. Ja, ihr könnt das ja alle sehen. So, und die Leonie wird jetzt den nächsten Schritt machen. Du darfst mal bitte wieder auf Weiter. So, 200 Gramm Mascarpone. Dann, hier ist der Esslöffel, darf ich dich bitten? Ja. 200 Gramm Mascarpone, jawohl. Da. Nimm ruhig einen größeren Esslöffel, Leonie. Genau, ich gebe dir mal einen zweiten kleinen dazu. Löffel. Einen Moment. So, mach das da rein. So, jawohl. So, weiter. Das sind schon voll viel. Denk dran, 200 Gramm. So, ja, es wird. Man muss dazu sagen, sie arbeitet das erste Mal mit der Thermomix, aber es läuft. So. Es geht nicht. Warte mal, soll ich das? Nee. Am besten die Schüssel heben mal vom Mascarpone, ne? Dann geht das einfacher. Okay, weiter. Ich brauche nur noch ein bisschen. Nee, ihr braucht ein bisschen mehr. Ja. So, jawohl. Genau, ja, den kannst du mitnehmen. Das dürfte dann auch mit super reingehen. Ja, noch ein bisschen. Zwisch, war aber schon gut. Perfekt. Ist egal, wenn es war, wenn was in die Spüle geht. Na, machen wir es jetzt. Auf geht's. Noch ein bisschen rein, jawohl. Ja. Ja, perfekt. Wunderbar. Das darfst du mir geben. So, Leonie, Tara, so, weiter, Spatel einsetzen und bewegen, während sich das Messer dreht. So, das mache ich jetzt wieder. Jetzt möchte er das 10 Sekunden auf Stufe 4, dass wir das mit Hilfe des Spatel verhören. Schön und fertig. Leonie darf auf Weiter klicken. Teig Mascarpone Mischung aus dem Mixtopf nehmen zu einer Kugelform. Jawohl. So, also ihr müsst den Teig aus in einer Schüssel am besten umfüllen, dann in Kugelformen. Jetzt darfst du Weiter drücken. Teigkugel in Frischhaltefolie wickeln und circa 20 Minuten ins Gefrierfach legen. Also, ihr habt die Leonie gehört. Den Teig formen wir jetzt in Kugeln, tun die Kugeln entsprechend in die Frischhaltefolie und die dürfen dann für 20 Minuten es sich in unserer Gefriertruhe gut gehen lassen. Nach 20 Minuten schalten wir euch wieder dazu. Bis dann, ihr Lieben. Bis gleich. Bis gleich. So, ihr Lieben, die Bällchen sind im Gefrierfach gewesen, 20 Minuten.
So sieht das, sehen die aus, eingepackt in Frischhaltefolie. Wir packen jetzt die Frischhaltefolie, also die aus der Frischhaltefolie aus, so rum. Und dann, wenn wir die ausgepackt haben, mal, kommen dann so ein klassisches Stäbchen rein, wie man das kennt. Das tun wir dann so mittig rein. So. Dass es so ungefähr aussieht. Und dann muss das so, wie es ist, ohne Gefrierfolie bzw. Frischhaltefolie, nochmal für 20 Minuten in die Gefriertruhe rein. Und danach holen wir euch wieder dazu. Bis nachher, ihr Lieben. So, ihr Lieben, die Cake Pops Kugeln, sage ich jetzt mal, sind aus dem Gefrierschrank das zweite Mal draußen. Sie durften noch mal 20 Minuten sich gemütlich machen, im Kühlen. Und so sieht das aus. Ja, die sind mittlerweile ganz, ganz hart. Jetzt möchten die natürlich einen Mantel haben. Den macht die Leonie jetzt aus weißer Schokolade. Also Leonie, wir starten. 250 Gramm weiße Kuvertüre in Stücken oder 52 Gramm Zartbitter. Also müssen wir das erstmal. Genau, wir machen erstmal den Deckel ab und dann machst du die Schokolade da rein. Man kann, wie gesagt, ja Schokolade nehmen, die man möchte. Die einen möchten Vollmilch, die anderen Zartbitter, weiße Schokolade. Ich finde es halt cooler, wenn es weiße Schokolade ist und dann noch mit so bunten Streuseln. Ja, aber das ist Geschmackssache. Das dürft ihr selber natürlich entscheiden, wie ihr das möchtet. So, das ist schon in Ordnung. Jetzt drückst du auf Weiter. Und jetzt müssen wir den Deckel drauf machen mit unserem Messbecher. Weiter. So, jetzt möchte er das für 10 Sekunden zerkleinern auf Stufe 8. Das machen wir jetzt. Ihr Lieben, am Anfang wurde es ein bisschen laut. Nicht erschrecken, das war einfach nur das Schlagmesser. Das merkt man natürlich. Ganz klar, aber dafür haben wir richtig feine, geile Schokolade. Oh, das duftet schon wieder so geil. Oh, so, so sieht das aus. Richtig schön durchgeschlagen, ne? So, dann darf die Leonie mal weiter drücken, weil da gibt es ja noch ein bisschen was zu tun. Messbecher eingesetzt. Okay. So, weiter. Aha, jetzt möchte der die Schokolade schmelzen bzw. erwärmen auf 4 Minuten und 50 Grad und Stufe 2. Das darf jetzt mal auf Stufe 2 stehen. Gut, dann mache ich das. So, schmelzen steht sogar da. Also dann warten wir, bis es geschmolzen ist. Wir holen euch dann natürlich gleich wieder dazu. Bis gleich, ihr Lieben. So, ihr Lieben, ihr hört es ja schon. Der Thermomix hat unsere weiße Schokolade geschmolzen. So. Ich bin mal gespannt. Oh, mein Traum von Schokolade. So lecker. So, das tun wir jetzt natürlich in so einen Behälter, wie die Leonie ja schon gezeigt hatte, umfüllen. Und hier haben wir noch diese Streusel in so einer ganz kleinen Tasse. Und noch einen Teelöffel, damit wir das rausholen können. Und dann streuen wir es halt, wenn wir Cake Pops. So, jetzt muss ich, brauche ich noch einen Spatel. Ja, das macht nichts. So, damit wir auch wirklich restlos alle Schokolade, von der guten Schokolade alles rauskriegen. So. Sieht ja schon voll lecker aus. Also ich bin mir zu 100% sicher, dass die richtig lecker werden, ne? Weil wir haben mal auch mal Cake Pops gemacht, aber nur mit einem Cake Pop Maker. Und ich muss sagen, die wurden nix. Also die wurden wirklich nix. So, ihr Lieben, wir können loslegen. Lieben, die Cake Pops sind fertig, auch verziert. So sehen die aus. Die Leonie zeigt es euch. Später dann muss man sie in ein Glas machen und in den Kühlschrank aufbewahren, bevor man sie verzehrt, dass einfach die Schokolade nochmal kühl bleibt im Endeffekt. Und ja,
Ihr Lieben, viel, viel Spaß beim Nachmachen. Gutes Gelingen. Das waren auch unsere ersten Cake Pops im Endeffekt. Wobei, wir haben schon mal Cakes Pops gemacht mit so einem Cake Pop Maker, war aber der totale Reinfall. Ja, heute ist uns der Teig gelungen. Es ist uns eigentlich alles gelungen. Wir hoffen, dass es auch schmeckt. Und wie gesagt, habt Spaß beim Nachmachen, Nachbacken. Und denkt dran, wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert auch meinen Kanal. Ihr Lieben, einen schönen Abend euch. Viel Spaß, eure Chrissy. Tschüss. Tschüss.